Die Steffi Millinger, die war mit mir in Norwegen und da haben wir auch halt bei den größten Klippen und Abgründen, wo es halt echt 1000 Meter runter geht, hat sich die vorhin hingestellt und hat da ihre Handstände und Stunts und alles gemacht. Ja, am Schafberg, das war schon echt cool, weil wenn man da vor allem auch Sonnenauf- und Sonnenuntergang oben erlebt, das ist echt der Wahnsinn, halt auch dann mit der Bahn, die da rauf fährt, die echt am Gipfel oben ihre Station hat und die sich da halt echt auch voll steil den Berg da raufschlängelt. Und dann hast du oben auch einfach die mega Aussicht mit 7 Seen sind es gleich, die man überblicken kann. Das ist schon einfach echt ein geniales Erlebnis eigentlich da oben. Also meine Touren plane ich eigentlich die meisten ziemlich spontan, weil es natürlich immer auch sehr wetterabhängig ist. Wenn jetzt mal eine coole Lichtstimmung oder so am Abend noch ist, packe ich mir schon nicht spontan einfach das Radl oder das Auto, fahre noch irgendwo hin, gehe noch irgendwo rauf. Also da ist das meiste schon ziemlich spontan. Nur auf den längeren Reisen kann man natürlich nichts spontan machen. Da ist man ja nur, sagen wir, eine Woche dort und muss das schon im Vorhinein planen. Also da nehme ich mir dann schon immer die Zeit im Vorhinein, dass ich das Ganze echt plane, mir eine Reiseroute zusammenstelle und dann halt die, wenn ich oben bin, auch möglichst genau durchziehe und einhalte.